so. Also Lügen sind ganz, ganz wichtig. Na, Nachricht? Ganz, ganz wichtig. Aber das geht nicht anders. Das geht nicht anders in dieser Welt. Es ist Wahnsinn. Es ist wahr, genau. So, und Sie sehen ja, wir haben hier nichts weiter erreicht. Man weiß ganz genau Bescheid, man blockiert alles. Man ist unseren ganzen Anzeigen gar nicht nachgegangen. Eiskalt wurden wir angelogen, Herr Nachricht, im Polizeirevier. Wir kriegen hier keinerlei Auskünfte, was über uns im Computer steht. Das müssen wir alles noch raten. Das müsste ich mal vorstellen. Und denn man nennt es Demokratie und Rechtsstaat. Wir haben doch, wenn wir vorher nicht wissen, was gegen uns vorliegt und was man über uns behauptet, haben wir doch gar keine Chance. Das ist doch ein Unding. Das müssen Sie sich mal überlegen. Das müssen Sie sich mal überlegen. Da wird Geld und geschmiert an Untersuchungen, glaube ich, hier schon gar nicht mehr. Da wird nur geschmiert und da müssen Sie genau schreiben, was ich sein soll, damit es auch genau passt. Ne? Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. Schieder. Schieder. Ja, den habe ich auch noch drin. Ja, wollen wir mal sehen. Vielleicht fahren wir wieder ein. Wer weiß, wann wir überhaupt neu Geld kriegen. Ne? Also, das ist unglaublich hier. Entschuldigen Sie, dass ich ein bisschen gewackelt habe. Ich musste meiner Frau ein Zeichen geben. Ja, also es hat sich hier absolut nichts geändert. Man weiß genauestens Bescheid. Das Neueste sehen, also Stasi, KGB, die meisten haben davon absolut nichts gewusst. Viel zu geheim. Das Neueste ist, selbst wenn wir bewusst da waren, alle Unis und so durften wir nie unseren Namen benutzen. Wir wurden immer ähnlich mit anderen gemacht, oder was weiß ich, was man gemacht hat. Das ist unglaublich, der Nadi. Aber nur so hat man unsere Tarnung aufrechterhalten. Muss man auch daran denken. Das sollte keiner wissen. So, die nächste Erkenntnis wird sein, alle, die so wie wir ausgenutzt waren, die hat man beseitigt. Da hat man kein Risiko angenommen. Aber uns hat man immer wieder versucht, einfach zu beseitigen. Obwohl wir so gut waren. Ich erinnere nochmal, ich habe das glaube ich ein bisschen aufgeschrieben, beispielsweise mit diesem Firma BMW, den Metallic-Rosen, der Navi. Das war ja so, wie wir dabei Auto, das also von Auto aus Wickert war das Auto präpariert. Das war so, dass wir da rausfuhren bei Auto aus Wickert und dann gleich rechts rum. Und dann hat man uns da gleich, haben uns noch zwei LKWs geholt, der Navi. Ja. Und die haben uns dann abgesperrt. Müssen wir nachlesen, ich habe das auch gelesen. Also einer vor, einer nach. Haben gesagt, ist egal, weil wir fahren langsam nach, wir überholen nicht mit Gewalt. Wozu irgendein Risiko einzugehen, ne? Weil es ist sowieso gleich Schluss und wir biegen sowieso in 500 Metern oder so dann auf der Autobahn ab. So, und was wir nicht mitbekommen haben, dass da Narkotika drin war, in diesem Wickert-Auto, und dass man einfach die Luftzufuhr von außen einfach geschlossen hat. So, und der LKW räucherte schön, dass wir auch die Fenster nicht aufhaben. So, und wie wir dann nachher auf der Brücke waren, also über die Zugschienen fuhren und dann kurz beim Abbiegen auf der Autobahn war, ging es los, dann hatte ich. Da mussten wir blitzschnell erstmal die Fenster aufmachen, an der Seite, weil das andere habe ich nicht gleich durchgesehen, dass er zu ist. Ich dachte, er ist auf. Aber das macht man ja gar nicht. So, dann sind wir da bloß noch rechts abgebogen, haben es mal gleich gehalten. Raus, dann hatte ich. Türen weit auf und raus. So, und dann war das Zeug zum Glück nachher raus. So, dann hat man uns ja gleich auf der Autobahn genötigt und wollte man uns von der Autobahn drängen und alles. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich das geschrieben habe. Und haben uns auch immer bei 30 überholt und sich vor uns gesetzt und so. Erst nachher, wie wir dann eher schneller waren, dann waren sie hinten. Ne? Ein Glück, dass ich gesagt habe, die sind mir zu gefährlich. Ich wusste, wir haben ja den BMW, ich beschleunige ein bisschen mehr. Ne? Das war, glaube ich, 6 Zylinder, ne? 170 PS oder so. Ne? Ich sage, ich fahre hier ein bisschen schneller, aber gehe nicht über die Höchstgeschwindigkeit. Ich weiß gar nicht, 120 oder laufen, ne? Oder 140 oder so, weiß ich, 120. So, damit wir sie, dadurch haben sie abgehängt. Weil sie einfach nicht mithalten konnten, ne, Nati? Weil sie haben nur gedrängt und geschoben. Und wir hatten, sie wussten ja, wir hatten uns grundsätzlich an der Geschwindigkeit. Das war natürlich ein Riesenfehler. Wenn Sie sowas haben, sowas erleben oder nur spüren, dass Sie so ein Problem haben, dann müssen Sie auch mal schneller fahren, ne, Nati? Wenn natürlich die Straße in Ordnung ist.
auch wenn Sie gegen die STVO verstoßen. Sie überleben dann, der Nadik, aber zahlen Sie nicht wie die Wilden, wenn Sie es nicht gewohnt sind. Immerhin war ich im Motorsport, der Nadik. Ich kann Auto fahren. So, aber das ist auch meine Schlussfolgerung für andere, der Nadik. Das war ein Riesenfehler von uns. Ein Glück, dass wir den schnellen BMW hatten, da kamst du nicht mit. Das war Ihr Problem, weil Sie dachten ja, wir bauen schon einen Unfall, bevor wir aufs Auto gegangen sind, nichts anderes. Dafür waren die LKWs. Betäubt und dann fährt man rein. Man nickt ja dann ab, dadurch zieht man dann aufs Gas und dann fährt man einfach in den LKW rein. Und der andere hat uns dann zusammengeschoben. Hinter uns, der dann näher zur Seite kam. Ne? Das möchte ich auch nochmal sagen. So war es gedacht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.